sieht man, wie das Wasser in diese Anlage hier rein gletschert, das Grundwasser. Das kommt aus dieser Richtung von den Benzäckern. Und das sieht man eben, woher der Name eigentlich auch kommt. Benzäcker kommt von Binzen, was so viel heißt wie feuchte Wiese oder Grundwasserbildungsgebiet. Also hier erstreckt sich das geplante Gewerbegebiet auf ca. 20 Hektar. Das liegt links der Landstraße. Es zieht sich hier etwa 500 Meter bis zu dem Wanderweg, geht links rauf. Genauso auch hier entlang der Obstplantage hoch den Weg und geht dann rechts rum und trifft sich dann vorne wieder. Das Gebiet, das jetzt hier rechts erhalten wird, soll zu einem Industrie- und Gewerbegebiet überbaut werden. Und dagegen möchten wir heute natürlich protestieren. Und meine Mitstreiter, die haben dann sehr, sehr fleißig und haben diese Stelen gebastelt in mühevoller Kleinarbeit in den letzten Tagen und Wochen im Besigheimer Wartesaal. Und das Ziel der ganzen Geschichte ist jetzt, dass sich jeder, der möchte, so eine Stele mitnimmt und sich mal an diesen zwei Seiten von diesem geplanten Gewerbegebiet aufstellt. Das ist also hier die Seite, die hier hoch ist, bis zu der Scheune und dann rechts davon. Wir haben 20 von den Stelen vorbereitet. Und das Ganze heute soll natürlich nur der Startpunkt für die Gründung einer Bürgerinitiative gegen diese Planungen sein, die dann zumindest versucht zu informieren und auch kritische Stimmen in den Dialog über dieses Gewerbegebiet einzubringen. Thank you.